Hallo Leute, ich habe mir überlegt, dass wir heute über Mode sprechen. Wer in meinen Kleiderschrank sieht, weiß sofort, dass ich total modeverrückt bin. Wisst ihr, es gibt viel mehr Möglichkeiten, einen tollen neuen Look zu finden, als sich immer nur nach dem neuesten Trend zu richten. Das macht natürlich auch Spaß, aber es geht eher darum, einen Look zu finden, der zu euch passt. Mode ist so kreativ und auf die Art könnt ihr allen zeigen, wer ihr wirklich seid. Also zeige ich euch ein paar selbstkreierte Looks, die mir geholfen haben, meine Persönlichkeit zu zeigen. Und vielleicht hilft euch das auch. Alte Kleidung, ganz neuer Look. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich habe ein paar Sachen, die ich wirklich liebe, aber irgendwie so nicht mehr trage. Also habe ich mir selbst die Aufgabe gestellt, so viele Outfits wie möglich zu kreieren, indem ich meine alten Sachen einfach neu kombiniere. Das könnt ihr mit ein Ding tun. Süß, oder? Aber schlicht. Und wie wäre das? Oder dies? Oder das hier? Es gab so viele Kombinationen. Besonders als ich ignoriert habe, wie man es ursprünglich tragen sollte und überlegt habe, wie man es stattdessen tragen könnte. Das letzte hier? Ja! In diesem Look fühle ich mich selbstbewusst und einzigartig. Das kann Mode bei uns bewirken. Sie kann ein bestimmtes Gefühl hervorrufen. Und sie kann auch zeigen, in welcher Stimmung wir gerade sind. Ich nenne diese Eigenkreation die getragene Umarmung. Den letzten Sommer haben meine Freunde und ich getrennt verbracht. Wir haben uns gegenseitig sehr vermisst und uns daher Karten geschickt. Und was sie geschrieben haben, war so inspirierend. Mir wurde unglaublich warm ums Herz. Ich habe eine Möglichkeit gesucht, dieses Gefühl zu bewahren. Und dann bin ich auf diese Idee gekommen. Wählt einen Spruch oder ein Wort, das ihr mit jemandem verbindet. Hier sind ein paar, die ich für meine Freunde gewählt habe. Mutig. Furchtlos. Grenzenlos. Schnappt euch eure Stoffmarker. Ihr könnt Kauspapier benutzen oder einfach freihändig zeichnen. Ups, Blisse hat ihre Pfote verewigt. Das war so nicht geplant, aber lustigerweise gefällt es mir jetzt sogar noch besser. Wie findet ihr es? Wenn ich mich jetzt einkuschle, also so, ist es wie eine feste Umarmung von meinen Freunden. Und der Look ist absolut einzigartig. Ich finde ihn so toll, ich habe sogar meine Schuhe entsprechend designt. Wollt ihr sie sehen? Huch! Ups! Das ist das Fantastische an Mode. Es gibt nicht nur einen richtigen Weg. Sie lässt euch kreativ sein und verspielt, experimentierfreudig und gefühlvoll. Sie bietet die Möglichkeit, all eure verschiedenen Seiten zu zeigen und sie lässt euch sein, wer auch immer ihr sein wollt. Also, wer möchtet ihr gern sein? Und oh, hallo Blissa. Danke, dass ihr heute meine Co-Designer wart. Peace. So you start by putting the red. Wow. Be together. Group shot.